Dinge gemacht worden, wo ich mir denke, ja, war jetzt nicht ganz so geil, aber ist halt jetzt so. Ja, sie, die mobst mir auch die ganze Zeit meinen Fisch. Aber darüber kann man dann außerhalb der Aufnahme drüber reden. Über den Fisch? Ja, das auch. Ist die eigentlich jetzt schon fertig mit deinem Werkzeug, oder? Nach einem Tag, das wird dir bei J immer angezeigt, wenn wer was gemacht hat, fertig ist und hast du nicht gesehen. Ja, ich hab schon mal angesagt. Ungeduldigkeit. Einfach nur Ungeduldigkeit. Ich frag doch nur. Warum zu jammern? Wenn ich dich was frage. So. Ach. Du, du. Boah, ich bin so froh, wenn wir den Wassereimer haben. Ah! Okay, darf nicht draußen platziert werden? Manche Sachen gehen nur drin. Ich hab meine Axt jetzt von ihr. Ja. Darf nicht drin platzieren. Was willst du denn platzieren? Brunnen. Ja, wieso willst du den in einem Haus und... Hä? Das geht nur auf dem Feld. Wasserbrunnen. Ein kleiner Brunnen mit Wasser. Ja, das geht nur auf dem Feld. Ah, Hartholz ist das jetzt, okay. Ja, Hartholz ist gut, aber... Ist heute nicht der perfekte Tag für ein Lied. Ich denke, ich werde die Arbeit schwänzen und das schaffen. Alles klar. Bis ich das alles abgeholzt habe, ist meine Ausdauer schon weg mit dem Feuerstein. Das ist halt das Beschissene. Jetzt noch mal die Werkzeuge. Mhm. Liebe Felsen, sie tun, was man ihnen bündelt. Werkzeug. Ah, okay, jetzt kann ich. Interessantes Werkzeug. Hier und da ein paar präzise Schläge mit dem Hammer und dann noch ein wenig Meißeln. Ja, das ist noch da. So. Also 1, 2, 3. Sieben. Ist es okay, wenn ich noch ein paar Samen kaufe? Ah ne, du hast schon welche. Okay, never mind. Wie viele haben wir denn? Einmal Bohnen. So. Super, ich warte, bis Ugluk da fertig ist mit allem an Sammeln. Finde ich Töfte. Hm. Denkst du, du kriegst es noch hin, drei Sachen zu sammeln? Das weiß ich nicht. Kartoffeln müssten, glaube ich, zwei fertig sein auf jeden Fall. Ah, stimmt, Quinoa. Mehr habe ich nicht. Perfekt. Merci. So. Let's sneak. Ich. Das heißt, ich soll dir, wenn wir uns sehen, einen Pokéball in den Kopf werfen? Ja, bitte. Und dann schreien: Ich wähle dich! Okay, mach ich. Ja. Wenn du das nicht machst, bin ich unendlich traurig und weine. Ja, ich werde für dich einen Pokéball passen. Ja, ja, hoffe ich doch. Mit viel Liebe und so ein Scheiß, ne? Ja. Ansonsten, Mimochusat. Ah, ich könnte actually neues Feuerstein besorgen. Oder bist du gerade in den Höhlen? Oh, ich habe einen Kabesa entdeckt. Ich bin in der Höhle und bräuchte Fisch für die Eule.
Saika, komm mal mit, dann haben wir das für die Aufnahme. Ich Fische hier fangen. Ja, danke. Fisch bringst du ja mit, Saika, ne? Ja. Oh, ne, nicht leider, verarbeiteten oder? Fisch. Scheiße. Bohnen gesammelt. Okay. Jedes Böhnchen. Böhnchen. Die Beschreibung in dem Spiel von den Bohnen ist auch sehr, sehr passend und niedlich. Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Nein, Moment, das war. Wir müssen. Ach nee, da erstmal müssen wir mal über die Pflanze rausfinden. Dann kann man was sagen. Sobald wir Level 2 sind. Mit der Pflanze. Okay. Weil so vorab kann er ja nicht sagen, was das für eine Pflanze ist, was sie macht, weil die haben wir ja gerade erst entdeckt, ne? Hm. Deswegen, ich liebe das Spiel dafür, dass es wirklich sagt, ja, wir können dir nichts darüber sagen, weil, ja. Du weißt halt nichts, du bist dumm. Ja. So, wo muss ist ich halt mich jetzt Steinzeit. Du musst zur Eule. Vor Ort, genau. Vor Ort der Eule. I'm coming. Okay, wo steht ihr? Ich bin noch unterwegs. Ich bin gleich bei der Eule. Ich bin bei der Eule selbst, bei der Statue. Okay, ich bin bei der Höhlenzeichnung von der Karotte. Ja, oh, warte, ich lauf gegen die Dinger. Ich bin gerade unsicher, wo ich lang muss. Ah, den Gang hast du auch schon freigeschaltet. Karotte, Zwiebel oder Kartoffel? Erst, was es begehrt, bis du seine Moment. Hm, wir brauchen noch Pinie. Warte, ich glaube, oder? Ging das auch? Ja, Granatapfel ging auch. Eine Karotte. Ich habe keine. Karotte, Zwiebel oder Kartoffel? Warte, gib mir einen Moment, ich bin gleich wieder da. Ich hab was abgegeben. Uhuhuhu. Was war das? Weiß nicht. Okay. So. Boah, wer schon. Nee. Direkt nein. Bitte nicht. Das ist einfach nur. Nein. Da werde ich direkt mega aggressiv. Boah. Komm, nehmen wir dir. Ich komme mit Karotte. Okay. Lotti Karotti. Oh, nee. Boah. Heute legt ihr es drauf an, ne? Also, heute legt ihr es drauf an. Oh. Oh, ist das schön. Nee, damit wurde ich gemobbt als Kind. Aber so richtig. Weil Kinder kleine Arschlöcher sind. Wieso wurdest du damit gemobbt? Hä? Naja, mein Name, Charlotte, Lotti Karotti. Ich wurde Lotti genannt von meiner Familie. Echt? Ja. Oha. Ja, und meine Mutter dachte sich, es wäre eine lustige Idee, als ich noch rötlichere Haare hatte als Kind, mir Pipi-Lotta-Zöpfe zu machen. Nein. Doch, und eine Karottenhose anzuziehen. Nein. Boah, das ist richtig also, gemein, wenn die eigenen Eltern zu Mobbern werden, ne? Nee, Alter. Sie fand das schön. Das war damals ja auch die Mode. Aber so für die Erwachsenen war das die Mode. Für uns Kinder war es die Hölle. Wenn ich mir angucke, wie die Kinder heutzutage angezogen sind, denke ich mir nur so, ja, danke. Danke für nix. Ja, kenne ich. Meine Mutter hat mir damals, ich hatte bis zum Po lange Haare. Und die hat die mir so kurz abschneiden lassen, ich sah einfach aus wie ein Junge. Ja, das hatte ich auch. Aber das war okay, weil ich konnte dann ein Harry Potter Kostüm machen zu Karneval.
So, Saika, damit du auch was abgeben kannst. Ich habe schon was abgegeben. Ach so, willst du noch, Ukluk? Nein, gib ruhig ab. Okay. Das Totem akzeptiert die Gabe. Bist du bereit, die Herausforderung anzunehmen? Oh, das kann ja jetzt was werden. Oh Gott. Ja. Oh, ich lasse euch machen, ich warte. Ich folge euch. Du kannst dir meine Kraft mit den runden Plattformen ausleihen. Du wirst sie brauchen, um meine Herausforderung zu bestehen. Oh nein. Leite das Licht, indem du diese Säulen drehst. Und gib sie mir zurück. Das darf Jess allein machen. Ja. Nee. Ich folge dir. Wenn du wirklich dringend Hilfe brauchst, dann ja. Kannst du dich nicht verwandeln? Ach so, aber man muss was klicken. Oh boy. Ich bin eine. Oh, wir sind alles unterschiedliche Farben. Okay, das Grün sieht geil aus. Ukluk, bist du dir sicher, dass wir es Jess alleine machen sollten, lassen sollten? Ja, soll sie. Sie muss rätseln. Warum soll ich rätseln? Weil wenn ich das jetzt machen würde, wäre es viel zu schnell vorbei und ihr hättet nichts davon. Weil ich halt das schon kenne. Bei dir klingen Tiere sehr, sehr wild und komisch. Das muss ich jetzt mal sagen, ne? Das ist normal. Manchmal hilft es, von deinem Ziel aus rückwärts zu arbeiten. Yep. Ich probiere einfach mal rum. Naja, ich folge dir damit, ne? Soll ich das denn? Okay, ne? Oh, nö. Das ist nicht schwer, das Rätsel. Das ist echt einfach. Aha. Drei Stunden später. Sie hätte eigentlich das Licht nur lassen müssen, wie es war, ne? Ja, ja. Für den Teil, ja. Tschüss! Aber wir haben gesagt, wir machen sie. Wir lassen sie erstmal machen. Ja. Kinnas! Ja. Nicht ja sagen. Ich sag nur, wenn sie was gemacht hat. Also so ja, du tust Dinge. Aber ich finde die Idee so toll, dass man halt wirklich zur Eule wird und alles, ne? Es ist also so schön gemacht. Wir fliegen gemeinsam. Ja, cool. Und jetzt? Das muss dann hier hinten bündeln, oder wie? Dem das Ding. Muss... Genau. Das ist sowas.
So, das ist jetzt so. Nee, ich habe keinen Plan, weitergehen soll. Na, was hast du gemacht? Ich habe hier hinten einfach das Ding rumgedreht und... Wir haben jetzt ein schönes... Soll ich den letzten Tapart machen? Weil da habe ich auch ein bisschen überlegt, weil das war doof gezeigt. Seika. Außer irgendwas. Wenn du nichts dagegen kann. So, jetzt müsste das... Lass mich kurz schauen. So. Ah! Warum... Ach, da kommt das Licht her. Ich bin gerade doof gewesen. So, das geht dann dahin. Das ist richtig. Seika, hier. Genau. Ja, weil ein Stein war doof da. Egal, gleich. Ihr habt euch gut geschlagen. Durch deine Beobachtungen der Welt wurde mir das Licht zurückgegeben. Geh hinaus und hilf anderen ihr eigenes Licht. Nee, weil ein... Ach nee, jetzt labert er immer noch. Jetzt kriegen wir das. Benutz diese Karte, um dich in den Höhlen zu orientieren. Du bist bereit, meine Kraft anderweitig. Möge es dir helfen, zu finden, was du suchst. Nee, der eine Stein, den habe ich nur angepasst. Das war das Einzige, was ich eigentlich gemacht habe. Weil der muss in einer wirklich bestimmten Richtung stehen, damit er das Licht richtig weiterleitet. So, das fand ich ein bisschen so, ah, leck mir die Klöten. Hey Trella, ich kann nicht glauben, dass wir Eule endlich getroffen haben. Wir benutzen eine ähnliche Karte, um unsere Treffen zur Höhlenplanung rechtzeitig zu erreichen. Jetzt kannst du überprüfen, welche Türen in den einzelnen Räumen sind und welche offen sind. Jetzt geh und nutze die Kraft der Eule. Ja, das finde ich richtig cool. Und das hilft ungemein. Ja, aber hast du doch gut gemacht, Seika, das erste Rätsel. Ja, Nee, warum? Hast du doch super gemacht. Ja, ich bin nicht gewachsen. Aber dafür hast du es doch echt gut gemacht, also kann ich nichts gegen sagen. Blö. So. Aber es wäre halt doof gewesen, wenn ich da jetzt durchgewascht wäre und ja. Ja, nee. Benutzt doch das Reiseding. Ja. Ich sehe nicht, warum ich das nie nutze. Wie hast du eben so schön gesagt? Ich bin nicht so faul wie du. Ja, aber es wird immer später am Tag. Glaub mir, irgendwann wirst du die Dinger lieben. Ja, das glaube ich. Gott. Jo. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Bin ich so frech? Nein. Ich mag Brötchen. Ich auch. Schön. So. Ich bin gleich da. So. Ja, ich möchte schlafen. Jetzt schlafen. Gut, ich mute mich mal kurz und beende meine Runde. Ja. So, Leute.
Leute, das war's dann für heute und hinterlasst mir doch super gerne ein kostenloses Abonnement, damit zeigt ihr, dass euch gefällt, was ihr hier seht. Und lasst ein Däumchen oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ne? Bis dann. Bye bye. Ciao, Kakao.